Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute mal mit einem mega Action-Haul. Ja, der Action meiner Wahl hat endlich richtig viel ausgepackt und nachgelegt. Und ich war richtig glücklich, als ich das heute Morgen gesehen habe. Als allererstes fiel mir sofort die Kiste mit dem mega tollen Geschenkpapier hier. Ich habe das hier schon mal ausgepackt. Ich musste ja unbedingt gleich schauen. Hier in Glitter. Genau, Glitterpapier in Schwarz, in Silber und in Gold. Andersrum genau. Das Papier ist gar nicht so dünn. Ist richtig schön fest und klar, die Hälfte wird jetzt schon wieder sagen, ah, da macht die Lotti wieder ein Album draus. Ja, wird sie bestimmt machen, weil ich hatte ja im Teddy diese tollen Geschenktüten gekauft und habe ja daraus dieses Album gebastelt. Das ist genau das gleiche Papier und jetzt können wir Alben in jeder Größe einschlagen und ich finde es richtig toll. Da kann man bestimmt auch ein paar Taschen noch draus machen oder ein paar Briefumschläge noch draus machen. 1,26 Euro hat das Ganze gekostet. Es war wirklich nicht mehr viel von da, also das war wirklich fast... Das eine hier war noch bei dem einen Action und das war hier beim Julisturm, also von daher... Wenn ihr das seht, nehmt es lieber mit, weil wer weiß, wer weiß. So, das zum tollen Geschenkpapier, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Dann ab in die Bastelabteilung. Und da gab es gleich zum Anfang ein paar tolle kleine Blöcke. Jetzt sind sie weg. Nein, haben jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, aber ich fand sie richtig schick. 87 Cent Blöcke waren da ohne Ende. Auch die ganzen Kollektionen vom Jahr lagen da wieder zahlreich vertreten in den Regalen. Also wer da noch welches braucht, Julisturm kann ich nur empfehlen. Hier habe ich 1, 2, 3, 4 neue Blöcke. Gekostet haben die Blöcke 87 Cent. Einmal in lila Blumen. Ja, halt blumiges Muster, ne? Also nicht jetzt Weihnachten, aber ist auch schick. Mit Federn. So richtig, richtig schöner Druck. Also richtig. Richtig gut aus. So, dann einmal dieser hier. Das ist auch cool. Ja, gut. Das ist auch schick. Ja, gut, es ist nicht jedes Blatt immer nach dem, aber da kann man einige Sachen draus machen. Dann einmal den Pfannenblock. Der ist fast... Halt, habe ich hier hinten eine Seite? Nein. Der Block ist, glaube ich, 15x15 und enthält 50 Blätter. Oh, was ist das? Ein Brief? Ein Liebesbrief? Nee. Klar, Hibiskus. Ja, eher so sommerlich. Ich denke mal, es hätte schon ein bisschen früher kommen können, die Lieferung. Aber okay. Der nächste Frühling und Sommer kommt bestimmt. Der ist auch schön. Der ist jetzt einer meiner Favoriten. Das ist so richtig Vintage-mäßig. Und da der ja 15x15, glaube ich, genau, 15x15 müsste der sein. Genau, 5 Designs, 10, 5 Blätter pro 10 Designs. Da passt das denn, wenn man denn ein 16x16 Album macht, braucht man da nicht ganz so viele drin mit rumschnüppeln, sondern kann das Papier gleich passend zueinander verwenden. Ist natürlich wirklich toll. Das ist nicht ganz so dick. Da muss man dann wieder ein bisschen mit der Kleberwahl aufpassen, aber da haben wir ja schon einige Videos von gemacht. Da könnt ihr gerne da mal doppelseitiges Klebeband verwenden. Das ist auch hübsch. Finde ich total schick. Ja. Das auch.
Sehr schön. Und jetzt der absolute Favorit. Ich glaube, das ist der Favorit von jedem, der Skript und Mini-Alben macht. Den in größer. Ja, das wäre natürlich auch der Renner. Also richtig schön auf altgemachte, alte Stempel, Airmehl und so weiter und so weiter. Richtig, richtig schick. Super. Passt so richtig ins Design, das auch. Richtig tolles Papier und dufte mit. Wie gesagt, 87 Cent und ich finde, das hat sich schon mal gelohnt. So, weiter geht's. Dann habe ich ein Bingo-Spielkarten-Set hier mitgenommen. Hier sind 5x Bingo-Karten drin, 5x Bingo-Blöcke drin. Ja, natürlich für den Albenbereich das Ganze hier schön ummanteln und dann kann man die hier hinten, muss ich erstmal sehen, wie ich die verarbeitet bekomme. Durch die Farben sind jetzt nicht ganz so das Rot, aber das Weiß und das Grün und das Gelb und das Blau, ach doch. Oder mal ein Familienabend mit Bingo, aber hauptsächlich ist der erstmal für den Albenbereich gedacht gewesen. Weiter geht's. Genauso habe ich ein Kartenspieleset, weil man hat ja nicht genügend. Ich habe noch ganz viele alte Karten. 99 Cent kam das. Das kam hier. 1,99 Euro. Das will ich jetzt austauschen und meine alten Karten dann doch mit verarbeiten bei den Mini-Alben. Und von daher hatte ich mir gedacht, gut, holst du mal ein neues Set. Hier sind natürlich Karten drin. Ne? Zwei Spielsets sind hier drin. Wunderbar, dann gab es Stempel. Hier wollte ich mal aufmachen. 1,54 Euro, genau. Hier weiß ich nicht ganz genau, ist ja ganz oft so, dass die Stempel immer ein kleines bisschen kleiner sind als außen drauf abgebildet sind. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Nee, super. Cool. Die sind sogar noch mit Gummi, mit Moosgummi unterbespannt. Oh, na, die werden ja dann getestet. Sind schöne Sachen bei. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Aber wenn nicht, da kann ich dann. Werde ich dann bestimmt im Aufgebraucht und getestet Video zeigen. Hier die Kamera. Ups. Pfeile klar, ganz wichtig. Und hier unten wieder die Kakteen. Warum das nur holomäßig hier oben drauf ist. Noch mal was Neues. Hier Sternen. Ein bisschen Sternen. Schnuppenmäßig. Weltkugel. Weltreise hier unten. Oder schöne Reise. Hier ein Herzchen. Und wo man denn was draufschreiben kann. Und hier unten. Sehr schön. Und einen habe ich noch gefunden. Klar, Notizen hier oben. To-Do-Liste. Und hier natürlich, ja, kann man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Kreuzchen oder trinken oder und. Ich denke mal, dass er was für Journaling teste ich gerne in meinem Aufgebraucht und getestet. Mal sehen, wie die sich so arbeiten oder wie es mit denen zu arbeiten ist. Hier habe ich jetzt endlich noch das in Braun bekommen. Gekostet hat das Ganze, whoops, 89 Cent. Hier sind ja diese vier Rollen Geschenkband drauf, genau. 4x2 Meter. Habe ich ja schon ganz oft in meinen anderen Holz gezeigt. Jetzt habe ich endlich Braun, passend natürlich zum braunen Weihnachtspapier von Action da. Kann man bestimmt einiges draus basteln. Dann gab es in der Weihnachtsabteilung, genau, da endlich Washi-Tape, endlich Weihnachts-Washi-Tape und richtig schönes. Ich komme hoch. Hier ist natürlich wieder so richtig dieses Glitzer. Ja, finde ich dann wieder schade, dass das Geschenkpapier nicht in grün gibt, aber vielleicht gibt es das bald mal noch. Hier natürlich Merry Christmas in rosa. Da gibt es ja auch ein fast ähnliches Papier mit rosa. Natürlich Sternchen. Und hier ist so ein gesteppter. Das muss ich mal rausholen. Genau. Sieht man das? Aufgesteppt. Ist so angedeutet.
super schick. Hier Weihnachtstape in Rot und Grün. Beste Wünsche. Nee. Ja, nee. Da kann ich jetzt nicht. So, dann einmal in Mint oder Türkis auch. Merry Christmas. Schön mit dem Silbernen hier. Silber, Türkis und mit diesem kleinen Süßen hier oben. Super. Und natürlich in Gold und Schwarz. Gold, Schwarz und das glaube ich so eher so ein bisschen kupferfarben hier drauf. Das ist auch richtig toll hier. Freue ich mich drauf. Sind 4 x 3 Meter. Und gekostet hat das Washi Tape 89 Cent. So, das darüber. Dann auch in der Weihnachtsabteilung natürlich die 74 Cent. Einmal in dunkelbraun habe ich gefunden und einmal in hellbraun. Manche sind jetzt nicht ganz so schön hier, muss ich ehrlich sagen. Also da ist die Farbe nicht ganz so gut, aber da kann man vielleicht doch nochmal mit einem weißen, ein bisschen weißer Farbe rübergehen. Oder mit einem weißen Stift. Aber ansonsten total cool, sind richtig, ich weiß gar nicht, sieht man das, also nicht ganz so kräftig. Die kann man sehr schön verarbeiten. Dann, ja, davon habe ich noch irgendwo einen, die fand ich richtig gut. Die musste ich jetzt mitnehmen, das sind so eine Metallelemente, die muss ich mal rausholen. Wenn ich es dann aufkriege. Sind richtig cool. Da sind innen drin Steinchen, Glitzersteinchen, große Diamantensteine und die genau, also hier in der Verpackung glitzert es noch ein bisschen mehr, aber die jetzt fand ich richtig toll. Da habe ich noch ein anderes von, mal sehen, wo das wieder rumsteckt. Hat gekostet, war jetzt nicht billig, 1,99 €, aber ab und zu braucht man auch mal ja, solche tollen Teile. Fand ich super, musste mit. So, dann hatte ich letztens mal eine Anfrage, wie man die Bilder einklebt ins Bilderalbum. Ja, mit Kleber natürlich. Ganz oft verwende ich meinen Kleber dazu, um meine persönlichen Bilder in meine Mini-Alben einzukleben. Das ist aber auch eine Variante, das möchte ich jetzt ganz gerne mal testen, ob das wirklich so gut ist und ob da auch wirklich hochwertige und ja, hochwertige Bilder man dann ins Album einkleben kann und man das eventuell vielleicht auch dann noch wieder gut raustrennen kann. Wusste ich nicht ganz genau. Würde ich aber mit diesem gerne mal ausprobieren. Gekostet hat das 32 Cent und hier drinne sind 250 Pads. Dann natürlich etwas für die Miezekatze. Habe ich dann doch wieder bekommen. 74 Cent ist ja auch nicht mehr ganz so viel von da. Dann gab es einmal dieses, das habe ich noch irgendwo, aber das ist auch irgendwo verschwunden hier heute. 1,29 €. Das ist so ein, ja, das kann man als Tischläufer nehmen. Ich möchte das aber, oder beziehungsweise ich möchte damit was basteln und Jute, ja, Jute bemalt mit Bäumen, mit silberglänzenden Bäumen. Wirklich schick, 1,29 €, durfte einmal mit. Dann habe ich dieses Mal diese Knete. Ich hatte eine Anfrage, ob ich mal diese Knete testen kann. Habe diese Knete bis dato nie so richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja auch Fimo haben und weil wir ja eigentlich mehr mit Funny Gummy machen. Demzufolge habe ich jetzt mal für den Jonah und für mich zum Testen diese drei Farben mitgenommen. Klar, Orange und Schwarz und Braun, ein bisschen Halloween-mäßig, kriegen wir da noch hin. Ich kann das Ganze testen und wird dann im Video bestimmt vorgeführt. 99 Cent kam das. Ja, ich kann jetzt preislich nicht so richtig sagen, ob das günstig oder nicht günstig ist. Schauen wir mal. Dann natürlich Funny Gummy in Weiß. Was machen wir mit so viel, wurde ich letztens gefragt. Ja, kann ich zeigen. Erstens spielen die Kinder total gerne damit. Zweitens, hatte ich ja schon mal gezeigt, färben wir das auch ganz gerne mal ein und machen da irgendwelche Sachen draus. Jetzt haben wir doch wirklich einen mega Funny Gummy Kürbis machen müssen, weil klar, wenn man die Tüten natürlich nicht ordentlich schließt, wird es dann mal irgendwann trocken. Jetzt haben wir den Papa überredet dazu, uns so viel Funny Gummy wie möglich wieder weich zu knietschen und zu knatschen.
Er hat es dann auch geschafft und hat uns jetzt letztendlich diesen Kürbis draus geformt. Da sind ganz viele verschiedene alte Reste drin. Und dieses Ganze werden wir jetzt... Na, lasst euch überraschen, was wir damit machen. Und dafür brauchte ich natürlich Weiß, 99 Cent habe ich mitgenommen. Hab mich richtig drüber gefreut. Dann war es aber auch schon wieder alle mit den weißen Panigami. Dann geht es weiter. Habe ich in der Weihnachtsabteilung einmal diese weißen Schneekugeln gefunden. Die sind, das sind weiße Styroporkugeln, die aber schon mit so einem Schnee überzogen sind. Kamen 93 Cent, ja. Sind jetzt 93 Cent geht eigentlich für 6 Styroporkugeln. Finde ich das vollkommen in Ordnung. Da möchte ich Weihnachtsengel draus basteln. Und da habe ich mich dann wirklich richtig drüber gefreut, weil die auch die richtige Größe haben. Und so brauche ich keine Mega-Verpackung an Styroporkugeln kaufen, sondern habe die schon parat. Dann habe ich dieses Kühlingsset auch endlich mal gefunden. Möchte ich gerne ausprobieren und testen. Ja, Mimi schwärmte auch davon. Wir probieren das Ganze aus. Ich selber persönlich habe es so in der Form noch nicht gemacht. Wird bestimmt ein lustiges Ausprobiervideo hier. Genauso habe ich das hier bekommen. Da gibt es eine total tolle Bastelanleitung für kleine Sterne. Hier haben wir die in größer drin. Wir probieren es einfach mal aus. Mal sehen, 14x14 ist ja doch schon ein ziemlich großes Maß. Und wenn nicht, haben wir eine super Anleitung, hoffe ich, hier drinne, wie man die Sterne dann auch noch ein bisschen größer machen kann. Ja, hier sehe ich hier schon drauf. Werde ich auf alle Fälle im Video mit euch zusammen machen. Und mal sehen, vielleicht können wir da dieses ganze Muster noch mit übernehmen und noch ein paar mehr draus basteln. So, und fast zum Schluss, muss ich mal schauen. Ja, fast zum Schluss haben wir... Fast zum Schluss haben wir Blöcke noch bekommen. Klar, der mit dem Vogel, den hatte ich ja schon einmal gezeigt, aber der musste unbedingt nochmal mit. Dieses ist ja immer so, wenn man gerade so ein paar Alben macht, dann ist es immer besser, wenn man noch ein, zwei Blöcke mehr hat. Wenn man nämlich gerade von diesem Papier dann nichts mehr hat, dann geht die Rennerei los. Und das muss nicht unbedingt sein. Der ist richtig toll, der Vogel. Also habe ich mir diesen Block nochmal mitgenommen und diesen Block und dieses Washi-Tape. Jetzt ist das weg. Ach nö, hier, das passt richtig gut zusammen. Deswegen habe ich mir den Block auch noch einmal mitgenommen. Gerade mit diesem Rosa und diesem Grün zusammen. Wirklich richtig schicki. Auf Fäden, hoffe ich. Und weil das war wirklich schwierig, die ganzen Stapel da durchzukramen. Das ist auch eine tolle Farbe hier. Das ist auch total niedlich, wenn das so. Richtig schön. Der ist ja auch schick. Der ist auch gut. Auch total schick. Blau ist jetzt nicht ganz so meins, aber das ist wirklich richtig schick. Schon alleine diese drei Seiten, die passen richtig gut zueinander. Ah, der jetzt noch nicht mehr, weil der ja so glänzend ist, aber das ist schon mal eine super Grundidee. Der hier auch. Oh, das passt gut. Also das passt, das wird ja schon mal bald ein blaues Album. Okay. Das ist auch cool, finde ich, mit diesen doch super. Von den Blöcken mit den Bannern dran, mit den Bannern da drinnen, die man sich dann immer so einzeln rausschneiden kann und unten draufklicken kann. Aber der ist ja auch schick. Oh, ich glaube, blau ist doch gar nicht so. Doch, blau finde ich cool. Finde ich richtig gut, diesen Block. Und jetzt noch mal einen im Rot- und Grün-Design. Ist jetzt nicht so, auch nicht so. Ja, naja, gut. Hat was. Okay. Okay, okay, okay. Ja, das ist wieder, das ist auch so. Den kenne ich auch schon aus dem letzten.
Ja. Hat auch was. Okay, der Block ist jetzt. Aber gut, jedes Papier, man kann nicht einen Block für jeden Geschmack machen. Also da sind immer so ein paar tolle Sachen drin und ein paar Blätter sind dann auch, die jetzt mal nicht so nach dem Geschmack sind. Also ja, ist halt so. So, und dann habe ich noch eine Sache bekommen. Entschuldigung, die Stimme haut schon wieder ab. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil man kann das Ganze auch super gut kombinieren. Ich habe nämlich, genau, diese Kartensets oder Kartenboxen mit Briefumschlägen. Ich werde mal, ich nehme mal den goldenen, weil den habe ich ja schon gleich aufgemacht. Draußen natürlich. Hier ist einmal in Roségold oder Kupfer, ja genau, und einmal in Silber. Da muss ich wirklich sagen, das passt perfekt. Ja, diese Sachen passen super zueinander. Das mit dem Gold passt nicht wirklich. Aber gut, vielleicht gibt es da noch mal ein anderes Gold. Mal schauen. Und das mit dem Silber passt natürlich auch total toll. Ah, ihr wisst schon, ihr seht schon, was für Ideen da schon wieder sprudeln. Mit dem Schwarzen ist nicht ganz so, aber ich glaube, mit dem Schwarz und mit dem Silber passt auch. Obwohl die beiden auch irgendwo... Doch, ich denke... Das lässt sich auch super gut verarbeiten. Jetzt werden wir mal die Schatzkiste noch öffnen. Ach, welchen hatten wir? Den hier, den goldenen. Da ist richtig, richtig was drin. Ja, super. Wir sind erstmal drin. Was steht hier drauf? 30 Karten. Ach, genau. Ich komme mal hoch. Hier hinten ist... 30 Karten plus Umschläge. Okay, und das sind auch keine 30 Umschläge. Das können wir noch mal testen, aber die Karten sind für mich ja in der Form erstmal interessant. Die sind richtig schön. Richtig schön gemacht, schön gerade, finde ich. Oh, Herzen, goldene Herzen. Oh, lalalala. Ja, das sieht auch toll aus. Pünktchen, cool. Große, kleine Punkte, super. Ja, das ist natürlich auch ein tolles. Das ist cool. Das ist ja auch Hammer. Oh, da sind nur zwei von da. Okay. Na gut. Oder? Ja, sind nur zwei von da. Okay. Das macht nichts. Dreiecke natürlich. Oh, das ist auch schön. Und das auch super, ist wirklich toll. Jetzt gucke ich noch mal, ob alle gleich sind. Ja, genau. Also Gold, ups, stellt sie sich. Gold ist genauso, also im Prinzip genau das gleiche Designs wie in Silber und in Rosé auch. Wunderbar. Ich freue mich riesig drüber. Es sind total schöne Sachen diesmal dabei. Ich habe schon wieder einige tolle Sachen im Kopf. Ich hoffe, euch hat dieser Haul gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage bis dahin. Tschüss.